Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Creep.de.tv. Ich bin Rollflash und möchte euch heute ein wenig über Slower und deren Einsatz erzählen. Vielleicht erstmal generell, welche Arten von Slowern gibt es überhaupt? Dazu gehe ich mal ins Spiele-Modul-Handbuch. Hier werden die verschiedenen Slower gezeigt. Es gibt natürlich grüne, blaue, rote und weiße, wie bei den meisten anderen Türmen auch. Die verlangsamen eben die Creeps. Der grüne um 30, der blaue 35. Der rote um 45 und der weiße um 50%. Der wichtigste Unterschied ist hier, dass der weiße Slower einen Flächenradius hat. Das heißt, er slowt alle Creeps, die in der Range sind. Nicht nur den einen, wie diese ersten drei Upgrades. Also der ist praktisch wie ein Splash oder Rocket Tower. Die anderen Zeiten sind hier, Abklingzeiten sind eigentlich nicht sonderlich wichtig. Der Damage ist vielleicht noch interessant. Also der grüne macht 25 und dann immer 25 mehr, sodass ein weißer also genauso stark ist wie 4 Basics. Mit anderen Worten, der Schaden ist eigentlich total zu vernachlässigen. Warum sind Slower wichtig? Sie können das Deffen deutlich günstiger und effizienter machen. Außerdem lohnt es sich ab bestimmten Zeitpunkten im Spiel die ganze Map zu slowen, sodass die Waves, die gesandt werden, später an der Hauptdeff ankommen und so man sein Income noch pushen kann oder mehr Zeit hat zu deffen. Generell wichtig ist, dass jedes Fahrtsegment der Map geslowt wird ab einem bestimmten Zeitpunkt. Generell, so ein Richtwert ist vielleicht ab der Toucan Wave, sollte man die Map auf grün slowen, ab Racing Mambas auf blau und dann spätestens ab der Titan Wave auf rot. Weiße Slower lohnen sich eigentlich erst ab der Zeus Wave. Ja, man sollte nicht zu viele und nicht zu wenige Slower bauen, so dass gerade alles geslowt wird. An wichtigen Stellen, wie zum Beispiel hier in der Uhr, kann es sich lohnen, dass man auch mal einen Slow mehr baut. Da sind ziemlich viele Creeps zusammen und es kann manchmal nicht ausreichen, dass man nur zwei Slower baut. Das sind jetzt meine Standard-Slows auf der Map, es ist jedoch vieles anderes denkbar. Das bleibt jedem selbst überlassen. An seiner Hauptdev, das wäre jetzt hier die Uhr auf der Map, lohnt es sich jedoch, die Slower schon eher zu uppen. Das heißt, wenn Speedy Raider reinkommen, lohnen sich eigentlich schon rote Slows. Ein weißer Slow kann sich ebenfalls lohnen, wenn zum Beispiel Toucans oder Vultures gefolgt von Speedy Raidern reinkommen. Denn die machen ja nur Schaden oder Slow Schaden an einem Creep. Der weiße wird jedoch alles lohnen. Und wenn ganz viele Raider hier sind und alle Slows auf L schießen, kann es schon mal sein, dass die ganz schnell durchgehen oder die Vultures durchrutschen. Mit weißen Slows passiert das generell nicht. Dann vielleicht das erste zum Einstellen der Slows. Wenn ich jetzt meinetwegen von meinem Gegner drei Toucans reinbekomme, die sind auseinandergesandt. Und ich denke mir, ja, ich habe hier hinten vier Flächenschaden, meinetwegen ein paar Rockets stehen. Ich möchte die mit Flächenschadentürmen deffen. Dann stelle ich die Slower auf weiteste, also 0. Man wird sehen, der erste Creep wird angegriffen und die anderen können nachrutschen, so dass man die Creeps genau übereinander bekommt. Und dann können natürlich die Rocket-Türme besonders gut Schaden machen. Man kann das günstig deffen. Jo. Eine andere Möglichkeit zum Einsatz der Slow-Türme ist, wenn man Creeps auseinanderziehen will. Das heißt, wenn Racing Mambas zum Beispiel reinkommen, zwei Stück, oder auch Speedy Raider, kann man die so wunderbar auseinanderziehen. Es geht mit allen Creeps, außer natürlich den weißen, die Slow-Immun sind. Dazu kann man an einer geeigneten Stelle einen roten Slow bauen. Macht den auf P. Das P ist gar nicht mal so wichtig hier, aber das Wichtigste ist, dass man ihn verschlüsselt, das heißt auf Lock stellt, das ist die 9. Wenn ich dann zwei Racing Mambas reinschicke, die zusammenkommen, dann, ups, das war nur einer, zwei will ich, dann greift der Turm den ersten, den er sich in der Range hat, an und durch dieses Lock wird er den so lange angreifen, bis er sich außerhalb der Range befindet. Sieht man hier, der hinterste wird jetzt angegriffen und geslowt, der andere rutscht vor und man bekommt einen guten Abstand rein. Man kann das dann noch verbessern, indem man hier noch weitere Slows baut und den so noch weiter nach hinten bekommt. Das klappt also ganz gut. Worauf man achten sollte, ist jedoch, dass der Slower, dessen Range genau dem Fahrtverlauf entspricht. Wenn ich jetzt den Slower ein Wette unten bauen würde, würde man sehen, die Range würde nur bis hier oben gehen. Das heißt, diese drei Felder hier oben würden nicht geslowt und damit würde da nicht auf einen Creep die ganze Zeit schießen, sondern es kann sein, dass er trotz Lock auf die gleichen Creeps, auf verschiedene Creeps schießt und ich dann nicht so einen schönen Effekt habe. Eine andere Möglichkeit, Creeps auseinander zu slowen, die jedoch ein bisschen Übung erfordert, ist, dass wenn ich zum Beispiel zwei Speedy Raider reinbekomme, die sollten jedoch schon ein bisschen Abstand haben, sonst ist es eigentlich kaum zu schaffen.
dass man genau den Slower baut im richtigen Moment und genau den hintersten slowt, während der erste schon vorbei ist und man so den Abstand der Creeps eben erhöht. Das geht natürlich nicht, wenn sie genau aufeinander sind, dann ist es ein bisschen Lotteriespiel, aber bei mir hat es jetzt ganz gut geklappt. Jetzt kann ich jetzt die Slower relativ entspannt bauen, muss man nicht mehr so den richtigen Zeitpunkt abpassen. Man hat also auch so einen relativ vernünftigen Abstand hier reinbekommen. Jetzt zeige ich euch noch eine andere Möglichkeit, Creeps auseinanderzuziehen. Und das am Beispiel der Map Dark Vector. Das ist natürlich nicht auf jeder Map möglich, wie ihr gleich sehen werdet, sondern nur auf solchen Maps, die ähnlich aufgebaut sind wie diese hier. Ich habe jetzt hier mal eine Dev vorgebaut. Und wenn jetzt zum Beispiel Speedy Raider reinkommen, ich schicke mal zwei ganz enge. Man wird sehen, dass man die genau mit dieser Dev nicht deft. Also das effektivste Deffen ist ja mit P, also stelle ich hier mal alles auf P. Die Slower stehen ganz normal auf L. Und wir werden gleich sehen, dass die beiden Raider so nicht gedeft werden. Ohne jetzt mehr zu bauen, möchte ich die jedoch trotzdem deffen. Dazu überlegt man sich, dass man die Slower ja auch alle auf P stellen könnte und die Speed-Türme auf 0. Das heißt, die Speeds greifen den ersten Raider an, alle Slower schießen jedoch auf den hinteren. Und so schafft man es dann, dass man einen gewissen Abstand in die beiden Raider reinbekommt, dadurch die ganzen Speed-Türme hier ein bisschen mehr schießen und man dadurch ohne Bauen von neuen Türmen man das deffen kann. Also man sieht, reicht ja jetzt ja, doch relativ deutlich nicht, die gehen durch. So, jetzt machen wir das, was wir gerade gesagt haben. Wir stellen die Speeds alle auf 0, stehen sie schon, die Slower auf P und wieder zwei Raider, eng gesandt. Und jetzt wird genau der Effekt eintreten, den ich gerade beschrieben habe. Dass man es jetzt vielleicht deft. Wir werden sehen, ob es genau reicht. Ich hoffe, das passt. So, die Raider kommen jetzt hier in die Range. Erstmal greift er hier beide einmal an. Und jetzt die Speed schießt auf den ersten, die Slows auf den hinteren. Und jetzt, man sieht, schon mal ein bisschen Abstand reinbekommen. Man kann jetzt hier noch die Technik, die ich euch eben erklärt habe, anwenden. Den noch ein bisschen weiter wegslowen. Ja, jetzt kann man hier die noch auf P machen, damit die Türme noch mehr schießen. So, und man sieht, ich hoffe, das reicht jetzt wirklich. Ja, man sieht, es hat so gedeft, ohne wirklich mehr zu bauen, konnte man deutlich mehr Damage machen. Als letztes möchte ich euch heute noch zeigen, wie man die Endwave auf der Map Richtungswechsel mit Hilfe von Slowern effektiv deffen kann. Dazu habe ich jetzt hier mal eine End-Dev vorgebaut mit sehr vielen Rockets und ein paar Ultis. Man kann auch mehr Ultis bauen, aber wenn wirklich sehr viel reinkommt und man alles deffen will, da braucht man schon einige Rockets. Ich habe jetzt alle Rockets auf P gestellt, also stärkste, und alle Slower auf L, das heißt schnellste. Sende jetzt mal ein paar Raptoren vor und dann einige viele hinterher, sodass ich insgesamt auf 10 Millionen gesendete Creeps komme. Und man wird sehen, dass die ziemlich weit auseinander hier reinkommen und dadurch die Rockets nicht sonderlich viele Creeps auf einmal treffen und man so nicht den optimalen Schaden macht, der möglich wäre. Also das ist jetzt eine ziemlich langgezogene Kette hier der Creeps und die Rockets, die auf Stärkste schießen, schießen jetzt überall mal hin, sollten aber, wenn möglich, genau dorthin schießen, wo sehr viele Creeps auf dem Haufen sind. Also wenn möglich, alle auf einem Haufen. Das ist jetzt hier leider nicht gegeben. Mal schauen, wie viel Schaden man jetzt wirklich an den Creeps macht. Kann ich vielleicht mal merken, gelb werden sie. Wann werden die Creeps gelb? Ja, so ab dieser Kurve hier. Hier sind sie gelb geworden. Können wir uns für den Vergleich gleich noch merken. Und man sieht, man schafft es eben nicht, die alle zu deffen. Die Wave ist einigermaßen realistisch, wenn man mit vier Leuten spielt, schickt meistens einer die ersten Raptoren rein und dann senden eigentlich alle die Raptor drauf, sodass man schon einen relativ großen Haufen an Creeps bekommt. Und ja, die Creeps gehen hier eben durch. Es ist jedoch möglich, dass man alle mit der gleichen Dev defft. Das hat nur mit Slow-Einstellung zu tun. Also, dazu stelle ich jetzt mal alle Slows hier am Anfang auf 0, das heißt weiteste.
und sende dann die gleiche Wave nochmal rein. Also 6 Raptor vorgesandt und dann einen etwas größeren Byte, sodass ich wieder insgesamt auf 10 Millionen komme. Und jetzt reiße ich zum richtigen Zeitpunkt hier die Slows ab, sodass die Raptor, die jetzt später reinkommen, auf die anderen draufrutschen können. So. Und man schafft es dadurch, durch die Slower 0 und durch das Abreißen der anderen Slower, dass man jetzt einen riesigen Ball hier bekommt. Und dieser riesige Ball wird natürlich von Rockets deutlich besser gedefft. Die Rockets schießen jetzt auf deutlich mehr Creeps als noch eben. Und dadurch kann man schaffen, dass die Creeps eben gedefft werden, was eben nicht geklappt hat. Man sieht, die sind jetzt hier schon gelb, eben waren die erst hier oben gelb. Also wird es jetzt hoffentlich und sehr wahrscheinlich reichen. Was man besonders auf dieser Map noch beachten muss, ist, dass wenn neue Raptor reinkommen, während die Raptor gerade hier oben sind, dass man die Rockets dann entweder weiteste oder schnellste stellt, sodass man eben genau diesen riesigen Ball trifft und nicht die neuen. Ja, wie man sieht, es hat geklappt. Das ist eigentlich auf ziemlich vielen langen oder längeren Maps möglich, wie zum Beispiel Verlaufen oder auch auf Dark Vector und Stones. Also das kann schon ziemlich viel bringen. Ist natürlich ein großes Risiko, dass eventuell alle auf ganz rot durchgehen, aber wenn man wahrscheinlich sowieso sonst sterben würde, lohnt es sich oft, das Risiko einzugehen. Damit kommen wir zum Ende des heutigen Videos. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie wichtig Slow-Einstellungen sind und dass man dadurch wirklich billiger und effizienter deffen kann. Viele Leute vergessen oft, die Slower richtig einzustellen und verschenken dadurch wichtigen Damage. Ich hoffe, das war euch eine kleine Hilfe. Für Fragen und Anmerkungen könnt ihr gerne die Kommentare benutzen. Und wir sehen uns das nächste Mal hier bei Creep.de TV.